Die Dino-Schatzsuche. Im Dinotal herrscht Aufregung. Die Dorfältesten haben den jungen Dinos von einer Legende erzählt. Diese besagt, dass sich irgendwo im Dinotal ein wundervoller Schatz befindet. Als wir jung waren, haben wir den Schatz schon einmal gefunden, sagt der Älteste der Dinos. Wir haben ihn aber für euch wieder versteckt, damit ihr auch das Abenteuer dieser Schatzsuche erleben könnt. Er lächelt. Der einzige Hinweis, den ich euch gebe, ist diese Schatzkarte hier. Viel Glück! Die jungen Dinos sind aufgeregt. Sie stecken ihre Köpfe zusammen. Erkennt ihr was? Fragt einer von ihnen. Ein anderer schüttelt den Kopf. Absolut nicht. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Die Dinos überlegen und denken nach und einige Zeit vergeht. Plötzlich sagt Maya, das jüngste Dino-Mädchen im Tal, ich hab's! Sie strahlt vor Freude. Es ist ganz einfach, seht selbst. Sie erklärt den anderen Dinos, was sie herausgefunden hat. Das runde Symbol in der Mitte ist unser Dorfbrunnen und daneben das Symbol steht für die alte Eiche. Die Dinos nicken. Wenn wir uns die anderen Symbole genau anschauen, sehen wir, dass jedes von ihnen für ein Gebäude steht, fährt Maya fort. Das hier ist das Kornlager, daneben die Bäckerei. Hier seht ihr den Kindergarten, dort die Schule. Erkennt ihr es? Sie blickt aufgeregt in die Runde. Die anderen Dinos nicken. Wenn ihr alles voneinander getrennt betrachtet, steht neben jedem Symbol eine Zahl. Wir müssen in dieser Reihenfolge die Hinweise bearbeiten. Die Dinos jubeln. Maya hat recht. Sie beginnen beim ersten Hinweis. Dieser ist an der alten Eiche. Aufgeregt gehen sie zu dem Baum und tatsächlich, in der Rinde steckt ein Zettel. Stein auf Stein, so warte ich. Jeder Dino hier kennt mich. Die Dinos sind ratlos, doch Maya nickt. Den ersten Hinweis haben wir, weiter geht's. Der Kindergarten scheint unseren nächsten Hinweis zu haben. Sie eilen zum Kindergarten. Sie suchen überall, doch finden nichts. Plötzlich ruft Tom, der langsamste unter den jungen Dinos, schaut, dort beim Sandkasten. Die Dinos freuen sich, denn der nächste Hinweis ist gefunden. Mein langes Seil kann hilfreich sein, so schafft es jeder Dino allein. Der nächste Hinweis ist in der Schule hinter einer Tafel versteckt und lautet, bis zum Grund kann man gelangen, in einem Eimer wird's aufgefangen. Im Kornlager und schließlich in der Bäckerei finden Sie die letzten beiden Hinweise. Wir müssen jetzt die Hinweise zu einem großen zusammenfügen. Dann wissen wir, wo der Schatz ist, sagt Gysi, ein schüchternes Dino-Mädchen, das sonst sehr still ist. »Du hast recht«, nickt Tom, der sonst ziemlich vorlaut ist und jetzt froh, dass die anderen Dinos so gut im Schatzsuchen sind. Eifrig setzen sie die Hinweise zusammen und erhalten mit den beiden letzten folgendes Gedicht. »Stein auf Stein, so warte ich. Jeder Dino hier kennt mich. Mein langes Seil kann hilfreich sein, so schafft es jeder Dino allein.« Bis zum Grund kann man gelangen, in einem Eimer wird's aufgefangen. Wer's mit dem Eimer herausfischt, wird ganz sicher schön erfrischt. Wenn's regnet, wird es noch viel nasser. Aus mir bekommst du sehr viel Wasser. Die jungen Dinos rätseln und raten. Sie überlegen, doch irgendwie möchte ihnen nicht einfallen, welcher Ort gemeint ist. Gemeint sein soll. Da meldet sich plötzlich Charlie. Er ist unter den Dinos derjenige, der nicht so schnell denkt wie die anderen. Er braucht immer viel Zeit, um auf etwas zu kommen. Und Rätsel mag er eigentlich gar nicht. Ich glaube, mit dem Gedicht ist unser Brunnen gemeint, sagt er. Die anderen Dinos lachen. Vor lauter Rätselei sind wir nicht darauf gekommen, schmunzelt Maya. Aber ich glaube, du hast recht, Charlie. Aufgeregt machen sich die Dinos auf den Weg zum Brunnen. Da jeder von ihnen etwas zur Schatzsuche beigetragen hat, ziehen alle gemeinsam am Seil und tatsächlich, am Seil ist diesmal kein Eimer mit Wasser, sondern eine Truhe. Sie öffnen die Truhe und zum Vorschein kommt ein Brief. Liebe Dinos, wir sind sehr stolz auf euch. Ihr seid eine Gruppe unterschiedlicher Charaktere. Manche sind schüchtern, andere nicht, einige sind sportlich, andere etwas weniger. Und dennoch habt ihr gemeinsam ein Ziel verfolgt und auch erreicht. Behaltet euch diesen Zusammenhalt bei. Irgendwann seid ihr die Ältesten und müsst euren Kindern und Enkelkindern diese wichtige Lektion beibringen. Die jungen Dinos schauen sich an.
Erst sind sie enttäuscht, doch schließlich jubeln sie. Sie haben alle gemeinsam etwas Tolles gelernt.